Hallo, wenn Sie uns jetzt nicht sehen können, sondern nur hören, dann verpassen Sie was. Denn die Spieleveteranen haben es tatsächlich geschafft. Wir sitzen alle auf einem Sofa, inklusive Gast. Dazu später mehr. Ist übrigens nicht unser privates Sofa. Ich habe ein bisschen gemogelt. Wir sitzen in einem schönen Konferenzraum bei Microsoft. Aber wir sind alle zusammen und wir haben uns gedacht, wir machen eine Sonderausgabe des Spieleveteranen-Podcasts zu einem ganz, ganz, ganz besonderen Thema. Und Jörg hat auch schon die Liste wieder mitgebracht, aller Spiele, die er gespielt hat. Und was könnte das Thema sein? Was erinnert uns das hier so? Was Windows 10. Es erinnert uns daran, dass wir kurz vielleicht die Veteranen und die Gäste vorstellen sollten, bevor wir das Thema der heutigen Sendung verraten. Also an den Bildschirm kann man noch mitraten, welches historische Computersystem heute als Schwerpunktthema dienen wird. Aber wir begrüßen auf alle Fälle erstmal, oh Gott, das machen wir es immer alphabetisch, jetzt sehe ich immer die Gesichter von meinen Augen, das verwirrt mich das, von rechts nach links liegt es immer. Dann fangen wir doch bei mir an, weil der Gast in der anderen Ecke ist, das ist immer leichter. Heinrich Lienhardt. Winnie Forster, guten Abend. Jörg Langer. Anatol Locker. Boris Schneider-Johne und Manfred Kohlen. Und als Sonderliebesdienstgast hinter den diversen Kameras, deswegen wird jetzt mal ganz unauffällig durch die Bild laufen. Nicht erschrecken, da kommt noch einer. Das war eine fiese Nummer, Winnie. Hallo. Achso, meinen Namen ganz vergessen. Mustafa Isik. Hi. Und die nächste, und nicht ganz im Bild, aber den Schnitt wird hoffentlich übernehmen, unser lieber alter Freund aus alten Multimedia-Leserbriefentagen, Toni Schweiger. Der Videospieler mit 40 rein. Frames pro Zeile. Nein, lassen wir das gut sein. Okay. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gemerkt, auch wir kommen nicht an der Tatsache vorbei, dass der Commodore 64 seinen 30. Geburtstag dieses Jahr feiert. Und wenn das den großen Medien recht ist, kann es uns natürlich nur billig sein. Und deswegen haben wir heute einen Sonder-Pod-Videocast, wo wir mal nicht das übliche Format haben und wo wir auch mal nicht über neue Spiele reden, sondern wir haben so ein bisschen alte Hardware mitgebracht und ein paar alte Spielepackungen. Und wir dachten uns, wir fangen doch mal damit an, dass wir in der Runde mal kurz erzählen, was sind denn so die persönlichen Lebensgeschichten, wie sind die einzelnen Veteranen mit dem Commodore 64 in Berührung gekommen oder welche schönen Erinnerungen und Anekdoten gibt es da noch zu erzählen? Was war da so toll dran an dem Ding? Dann würde ich sagen, fängt vielleicht Manfred an, dann erklärt sich auch, wer du bist. Wie soll ich anfangen? Weil mit Computern hat man schon in der Schule angefangen, und zwar in der ersten Schule in Bayern, die einen Computer hatte. Und irgendwann hat das mal meine Mutter mitbekriegt und hat einen VC20 gekauft, als der auf den Markt kam. Deswegen war der Commodore 64, über den wir heute viel reden, irgendwie was ganz Besonderes, weil der VC20 war schon toll. Und dann auf dem 64er Spiele spielen, war toll. Und ich hatte einen Ferienjob bei der Redaktion 64er, die gerade entstanden war. Und dort durfte ich die Listings des Monats raussuchen. Eins davon war Hypraload, das er geschrieben hat. Genau, nicht nur ich. Grüße an Carsten Schramm. Carsten und ich haben damals Hypraload gemacht und das war mein Einstieg ins Verderben sozusagen. Wie alt warst du da, Boris? 1084, logischerweise. Jetzt muss ich rechnen, ich bin Jahrgang 66, also muss ich 18 gewesen sein, oder? Und da war dieses Listing drin in diesem Heft. Für die jetzt nicht so bewandert sind, Listing, das bedeutet, da ist was drin und wir sind hier noch vor der DFÜ und vor dem aufgeklickten CD-ROM. Das durfte man dann abtippen in sein Gerät. Und die funktioniert nicht. Und das hier hatte die schlimmste Lebenserfahrung hiermit, obwohl es mir viel im Leben dann später bedeutet, gebracht hat. Aber ist hier die berühmte Zeile 147, die aufgrund eines falschen Drucks, das wurde mit einem Nadeldrucker gedruckt und da war irgendwie eine Zeile verrutscht, man konnte sie nicht lesen, ist ja nicht weiter schlimm. Nur dummerweise dachte ich, ach, Brieffreund oder so wäre mal nicht nett. Und in diesem Heft, ich sage nicht an welcher Stelle, ist meine damalige Privatadresse und private Telefonnummer abgedruckt worden. Und mehrere Wochen lang hat dann das Telefon geklingelt mit Leuten, die leider Zeile 147 korrekt vorgelesen haben wollten. Die kannst du wahrscheinlich noch heute auswendig im Schlaf oder nicht ganz? Nein, nicht ganz. 30 Jahre heilen dann doch. Es gab noch viele andere Listings, die nicht funktioniert haben, weil die 64er einen Layouter damals hatte, weil es vom Layout nicht gut aussah, einfach die Listings rechts abgeschnitten hat.
Und es ist aber nicht so häufig passiert. Also als man, ich glaube, es ist mal vorgekommen, als man sich des Fehlers dann bewusst war, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob man für die Jüngeren vielleicht mal kurz erklären muss, was an Hypralot so besonders war. Wir können das viel Zeit an eine Live-Vorführung machen, wie lange es dauert, auf so einem C64 ein Spiel zu laden. Und Hypralot hat diesen Vorgang in der Regel um den Faktor 5 beschleunigt, hat also Lebenszeit wiedergegeben. Und ich möchte einmal noch mal ganz kurz erwähnen, also Manfred sitzt hier nicht nur, weil er mal in der 64-Redaktion Listing entdeckt hat, der hat auch Spiele für uns getestet. Also hier ist das berühmte Hippie-Computer-Spieletest-Sonderheft und da sind viele Artikel von Manfred drin. Er sitzt hier also völlig zu Recht als echter Spieleveteran. Ein legitimer also Veteran. Organisatorin des Ganzen war eigentlich die Petra Wengler. Für die habe ich ein Konzept zusammengeschrieben, wie man das auf bestimmte Fachbereiche aufteilt. Und er hat mir vorhin auch erzählt, aber irgendwie braucht man da immer noch so einen Bereich Sonstiges. Ja, den Rest der Welt. Er hat uns auch viele Sonderhefte begleitet, die Spiele, die man nicht unter Geschicklichkeit oder Action oder Strategie, das war dann Rest der Welt. Lieblingsspiele? Lieblingsspiele. Es gab sehr viele und sehr unterschiedliche. Die Zork Text Adventures, das waren so die ersten interaktiven Romane, kann man sagen. Bei den Actionspielen kam Attack of the Mutant Camels. Tolles Jeff Spiel. Minter. Und später kam Spin Dizzy. Ja. Ja. Was hast du so mit dem C64 gemacht? Ja, ich bin irgendwie aus der Kiste zum C64 gekommen, weil ich hatte eigentlich vorher ein ZX81 und davor ein CBM3032, mit dem ich beide nicht wirklich programmieren konnte. Der ZX81 hatte eine wesentlich schlechtere Grafik und der CBM3032 gar keine. Und dann hat ein Freund von mir sich ein C64 geholt, weil er Musik machen wollte und ich wollte auch ein bisschen mittun. Und es gab damals so ein unbekanntes Programm von Steinberg, die heute Cubase machen und Wavelab und relativ bekannte, mit dem übrigens auch der Spieleveteran-Podcast geschnitten wird, also nicht der Video. Und ich bin dann mit einem Freund extra dann noch zum Mediamarkt in München gefahren, da wo wir ihn alle gekauft haben und habe mir dann noch Zorgs mit dazu gekauft. Und dann begann eigentlich eine Phase von ungefähr 1,5 Jahren, in denen ich nichts anderes gemacht habe, als mein Studium schleifen zu lassen und möglichst viele Spiele zu spielen, wie wahrscheinlich bei uns allen. Und dann war ich so pleite, dass ich dringend einen Ferienjob gebraucht habe und habe mich an die 64er-Redaktion gewandt. Und die haben gesagt, 64er, nee, aber du könntest noch zur Happy Computer kommen. Ach so, du warst zu verspielt, du warst nicht Assembler. Nee, da war schon voll, 64er war schon voll. Ach so, ich hatte immer heimlich mir ohnehin schon gewünscht, irgendwas, die Spiele hatten es mir halt angetan. Und dann durfte ich, nachdem ich irgendwie Grafikprogrammierung Punkt für Punkt geschrieben hatte, meinen ersten Artikel, der ohne ein einziges Bild erschienen ist übrigens. Bei Grafikprogrammierung nein. durfte ich dann netterweise bei den Kollegen dann ab und mal ein Spiel testen und daraus ergab sich das. Also der C64 ist für mich berufsstilbildend gewesen und ohne den säße ich heute nicht hier auf dem Sofa. Polter. Ihr beiden Hübschen müsst doch eure Top 5 Spiele nachtragen. Die Top 5 Spiele kann ich gerne nachtragen, wenn ich das noch schnell anschließen darf. Bei mir ist es das Spiel, das hier gerade läuft, wo Heinrich seine Pfote drüber hat, das mich wirklich auch ein halbes Jahr gekostet hat. Das ist Ultima 4. Dreh euch auf. Ja. Das könnten wir jetzt noch 2 Minuten so weiterlaufen lassen. Jetzt gehen wir rüber zu einem Spiel, das keinen Sound hatte, nämlich Starcross. Also stellvertretend für eine ganze Menge Infocon-Adventures, die ich wirklich sehr geliebt habe und die mir heute noch sehr am Herzen liegen. Boulder Dash, was für mich auch eines der Spiele ist, die vor allem das Zweier, das ich wirklich auswendig kann. Also wenn du mich heute um 4 Uhr in der Früh wächst und rüttelst und sagst, den Joystick in die Hand drückst, komme ich immer noch durch den Level F1 ohne Probleme. Elite ist ein klarer Fall und ich habe mir auch noch überlegt, ja, sage ich jetzt Paradroid oder die ganzen angesagten? Nee, eigentlich nicht. Bei mir hat ein Spiel damals noch sehr gut eingeschlagen, das war Space Taxi. Das fand ich auch noch sehr, sehr charmant und sagen wir mal aus der Adventure-Rollenspiel-Geschichte mal ein bisschen rauszukommen, rundet das ganz schön ab, finde ich. Das wären so meine Top 5. Boris? Impossible Mission?
weil es, glaube ich, das erste und wahrscheinlich auch das einzige Spiel in meinem Leben ist, das ich wirklich durchgespielt habe. Nein, Teil Ventures auch noch. Also, aber von diesen ganzen Geschicklichkeitssachen habe ich wirklich bis zum Ende und geschafft. Und so weiter. Ich weiß noch, es war ein 31. Dezember an Silvester. Ich habe also die Silvesterpartys sausen lassen, um endlich Elwyn Atombender zu besiegen. Spin Dizzy, also jetzt wirklich Spin Dizzy, mochte ich sehr. Ganz brillant, Castles of Dr. Creep, also so ein recht frühes Spiel noch irgendwie, Ende 83, 84. Ja, eben zwei Leute gleichzeitig. Ja, und dann ufert es ja schon aus. Also es gibt ganz, so schrecklich viele Sachen. Also Paradruid würde ich zum Beispiel da mitnehmen auf die berühmte einsame Insel, weil ich das auch nie geschafft habe. Also bestenfalls ein Drittel oder so. Es ist einfach ein bockschweres Spiel, aber es macht irgendwie Spaß. Und meine Güte, ich nenne jetzt mal Maniac Mansion, da habe ich auch noch ein bisschen was mit zu tun. Aber es gab schon doch noch eine ganze Reihe Sachen auf dem C64. Summer Games natürlich. Ich meine, auch Redaktionsduelle in Summer Games waren auch sehr beliebt. Jörg? Ja, also ich kam ganz wissenschaftlich zum C64. Ich hatte nämlich mit einem Cosmos-Experimentiercomputer angefangen. Und das war so ein Teil. Ja, das war so ein Teil, das war eigentlich nur ein Elektronikbaukasten. Und das beste Spiel darauf muss man auch so eintippen, aber nicht mit hier Zeichen, sondern hat man brav Zahlen von 0 bis 255 eingegeben. Ach so, nee. Und musste dann irgendwie 001. Das war nicht Logikus. Logikus war der, wo du noch Handdraht verlegt hast. Nee, Cosmos Experimentiercomputer. Der hatte schon eine Folientastatur. Aber das beste Spiel war Mondlandung. Ich habe Lego gehabt, als ich klein war, aber lassen wir das. Okay. Und da hatte man hinten solche, was waren das, Kupferzangen, die man dann runterdrücken musste, damit einen Kontakt geschlossen hat und dadurch musste man im Raumschiff dann Schub geben. Und alles, was man sah, war so ein Display mit, glaube ich, 8 Zeichen. Mit Zahlen. Und daran, das war so mein erstes Spielerlebnis. Und dann bin ich wissenschaftlich dran gegangen, habe mir eine Stiftung Warentest gekauft. Die hatten alle damaligen Heimcomputer aufgelistet, also auch so ZX81, Schneider CBC, was es halt gab. Damals warst du 7 oder 8 sowas, gell? Bitte? Damals warst du 7 oder 8. Damals war ich so 10 oder so. Und dann habe ich mich tatsächlich, ich glaube aufgrund der Farben, die irgendwie besonders toll sein sollten beim C64, habe ich mich dann für den C64 entschieden und nicht für den Dragon irgendwas. Oh. Und habe da zufälligerweise... Genau, aber halt dann tot war, irgendwie 2 Jahre später. Ich habe mich aber auch dann schon in irgendwelchen Kaufhäusern immer in die Spielwarenabteilung gestellt, wo ja damals die Heimcomputer dann waren und war da wirklich gern gesehener Gast. Habe auch doppelt so große Leute weggescheucht, wenn sie es gewagt haben, bei der 10-minütigen Ladepause von irgendeinem Spiel dann irgendwie da drauf rumzufingern. Und so kam ich zum C64. Und ich kann nicht 5 Lieblingsspiele nennen, weil es ungefähr 50 gab. Ja, du hast ja nur manchmal Probleme. Wir wissen deine Lieblingsspiele. Aber ich habe den kompletten Speicher meines iPhones. Schnitt das hier. Habe ich. Nee, also auf jeden Fall eines der ganz großen Spielflächen. Das größte war für mich Elite. Das war wirklich, oder Elite. Also ein ganz großartiges Spiel damals. Haben wir schon besprochen, letzten 3 Podcasts. Ich weiß, ich habe da auch schon Werbung gemacht für so einen Report, den ich geschrieben habe. Aber ebenfalls groß fand ich Ultima 4. Ich würde, oh hier, original genau, von Firebird. Ich würde, ja, du brauchst das nicht. Immer wenn jemand Ultima 4 sagt, okay. Oh, das war der falsche Regner. Ich habe das, glaube ich, schon Handy gleich. Immer wenn jemand Ultima 4... Das ist unser Running Gag, wenn jemand Ultima sagt. Also ich sage deswegen Ultima 4 und nicht Ultima 5, weil Ultima 5 war das bessere Spiel, aber auf dem C128. Die C64-Version von Ultima 5 war einfach Käse, weil bei jedem Tastendruck nachgeladen wurde, weil es nur ein Musikstück gab. Auf dem 128er wurde der 128 Kilobyte große Speicher tatsächlich genutzt. Das Ding hat automatisch erkannt, ich laufe auf einem C128 und hat dann 16 Musikstücke gehabt, hat nicht nach jedem Tastendruck erstmal 2 Minuten von der Disk nachgeladen. Aber wie gesagt, auf dem 64er war es Ultima 4. Ja, Paradroid war super. 7 Cities of Gold, Suspended, so ein Infocom-Adventure. Ja, das waren jetzt schon so. Oh, ja. Nicht Leute, ja, die Puffer schleusen. Halt, eins muss ich nennen. Eines muss ich noch nennen. Mule. Mule ist ein Spiel, das ist so großartig gewesen, das kann man heute noch spielen. Es wird auch heute noch Handelsspiel, es ist niemals besser, eine Wirtschaftssimulation auf so engem Raum als Multiplayer-Spiel zu viert
konzipiert worden als MULE. Das war einfach fantastisch. Ja, aber bevor jetzt irgendjemand wütend anruft, weil er meine Privatnummer aus einer 64er-Zeitschrift, Mule, natürlich Atari, Atari 400-800. Ich meine die C64. Ich meine die C64. Ja, genau. War okay, aber nur der Atari hatte die vier Joystick-Ports. Damn right. Für die vier Spieler. Also aber du brauchst es ja nicht viel. Du hast es, glaube ich, mit zwei Joysticks und mit zwei Tastengrenzen gespielt. Du konntest es spielen im Auktionshaus, aber echtes Mule, also in Amerika, eben, ich kenne ein paar Leute noch von damals, die immer noch ab und zu mal eine Mule-Party spielen, definitiv nur Atari. Richtig. In dem Fall. Also, aber auch auf C64 gut. War trotzdem eins meiner Lieblingsspiele. Wobei wir dann mit Atari bei ganz vielen Computern werden. Nein. Also beim C64 Winnie war ja wirklich eine schwierige Beziehung, eine Hassliebe. Alle hatten einen C64, ich leider nicht, sondern einen englischen Computer, der war Sinclair Spectrum, der eindeutig natürlich ein stärkerer Rechner war als der C64. Oh! Aber durchgedrungen bin ich bei meinen Klassenkameraden damit nicht. Das ist, glaube ich, eine Zeit, wo 90% einen C64 hatte. Einige ganz bemitleidenswerte Leute hatten einen Oric oder einen Dragon 32 in einem Spectrum. Was so, es gab da ja schon eine soziale Hackordnung. Ich habe das schon mal gehabt. Also es war schon ein Schwurbelkinder. Es war ein Computer Horror. Zu haben. Ich habe damals den Atari ST mir gekauft. Ich bin so gewiss. Schöner Computer, aber zum Spielen? Nee, ne? Naja, ich war wirklich bei vielen Runden durch. Viel später mit der ST. Ja. Danke, Basta, war das eine Ding, aber das ist ein anderes Thema jetzt. Ja. Aber dabei konntest du alle immer ärgern, weil es das jahrelang nur auf ST gab. Genau. Die Amiga-Version kam also irgendwie zwei Jahre später. Entschuldigung. Der Spectrum hat ja wirklich gute Spiele. Auf der anderen Seite, das erste C64-Spiel, das mich da wirklich gerissen hat, war Archon. Bei einem Freund, da habe ich mir schon gedacht, dass ich eventuell, das gab es natürlich nur für amerikanische Rechner, nicht für englische, war sehr gut auf dem C64, hat auch den SID-Chip gut ausgenutzt. Eins der ersten Electronic Arts Spiele, also Electronic Arts kam mit vier Spielen auf den Markt, eins davon war eben Aachen, haben gewagt, ein komplett schwarz-weißes Cover, also wirklich sehr mutig, wie Electronic Arts gestartet ist. Sehr gutes Spiel, auch wegen dem Zwei-Spieler-Modus. Dann, das war mein erstes Schockerlebnis, ich dachte, vielleicht doch den falschen Rechner. Und dann kamen die Ultimas auf jeden Fall, Ultima 3, Ultima 4. Und irgendwann mal hat mich der... Können wir dann irgendwie noch so verträumt den Himmel schauen, so avatarmäßig dann? Ich habe meine fünf Spiele mal. Irgendwann habe ich dann mir einen Freund dann den Todesstoß versetzt und mir eben den SX64 reingestellt, leihweise für 2-3 Monate. Und da habe ich Elite drauf gespielt. Das Lustige ist, dass man auf diesen. Es ist ein brillanter Monitor. Ja. Also er ist winzig, aber du kannst alles noch lesen. Gerade Elite und Ultima sind ja textlastige Spiele, aber es ging sehr, sehr gut. Aufdrehen musstest du die nicht mehr. Ja, aber du bist dann mit der Nase hier unten dran geschossen. Man saß sehr nah. Also es sind natürlich abgedunkelt. War das gesund, weil der Wagen gestrahlt und uns geworden ist? Damals war gar nichts gesund. Wir hatten Tschernobyl liegen. Kohl war ewig Kanzler. Nichts war gesund. Ja, es war 80er Jahre. Es waren noch zwei Sommer, die ich mit dem C64 wirklich verbummelt habe. Wo ich also im Zimmer saß, mir gedacht, oh, draußen ist Sonne. Ich komme ja vom Land, bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Das war mir schon relativ wichtig. Aber eben zwei... Ultima 4 ist ja auch mal weg. Oh, ja. Was hat man noch? Wir hatten noch Wasteland. Das war, glaube ich, dann das Letzte, das ich lang gespielt habe. Das ist ja ein frühes Interplay-Spiel. Auch noch von Electronic Arts veröffentlicht. Ist sehr stark gewesen. Auch viel Zeit gekostet. Muss man mal aufklappen. Gerne, weil, muss man, weil die alten, das waren doch mal geile Covers und Packungen. Ja, das war der Hammer. Also und stellt euch mal vor, heute sehen die Spiele noch so aus und nicht irgendwie hier wie... Aber, heute gibt es so Download-Code. Was Boris vorhin angesprochen hat, die Spiele, die ich aufgezählt habe, das sind ja keine C64-Spiele. Wir haben hier ein Atari 800-Spiel, wir haben hier ein BBC-Spiel, wir haben mit den Ultimas Apple II-Entwicklungen. Das ist schon, also der C64 war schon ein Gerät, der, finde ich, für die Spielindustrie, also für den Massenmarkt davor schon viel bedeutet, aber für die Entwicklung gar nicht so wichtig war. Parasoid ist, glaube ich, das einzige Spiel, das wir genannt haben, das ist ein Original C64. Die ganzen Ultimas kommen vom Apple II. Die Pirates haben wir noch vergessen, Ford Apocalypse. Gut, die ganzen Sid Meier-Sachen. 100 Stück auf. Whizball gab es. Whizball war C64. Aber ich gebe dir recht. Am C64, wobei er hatte... So ab 84 kamen auch die wirklich coolen Original C64 Entwicklungen. Aber das andere war natürlich auch der Aspekt, dass du eigentlich nichts versäumt hast, weil bestimmt, ja. Also sogar Spektrum-Sachen wurden umgesetzt, nicht alle und nicht alle sehr gut. Nee, aber gerade die Apple-Sachen, die Atari-Sachen. Das waren Rechner, weil sie sind teuer in Deutschland. Ja.
Und das war für den Massenmarkt auch gerade in Deutschland. Aber ich weiß noch genau, Entschuldigung, aber ich weiß noch, ob es Ultima 4 oder 5 war. Da hatte damals wahrscheinlich Happy Computer hatte den Test der Apple-Version ein Jahr. Und ich habe jeden Monat, bin ich im Winter barfuß, bin ich zum Softwarehändler. Nein, war nicht. Also das stimmt schon, was du sagst. Also C64 war so die größte Schnittmenge, aber und nicht die Exklusivmaschine. Sehr wichtig ist gesagt, es war auch schon so, dass die Originalversionen besser waren. Also im Juli ist ein super Beispiel. Sollte man nicht ganz übersehen. Aber es kam dann, wie Heinz gesagt hat, natürlich mit ab Mitte der 80er Jahre dann schon verstärkt Originalentwicklungen, Whisper und solche Sachen. Das waren natürlich schon dann schon sehr starke Produkte, audiovisuell, die den SID genutzt haben, die Farben genutzt haben, das Scrolling genutzt haben. Herr Lehnhardt. Ich bin eigentlich nur deswegen zum 64er gekommen, wegen meinem ersten Job, den ich hatte. Das war nämlich bei Happy Computer in der Redaktion. Und ich hätte mich damals gar nicht beworben gehabt, wenn also nicht A, mein Vater mich damals sehr geschubst hätte, und B, wenn also nicht in dem Anzeigentext damals irgendwas stand von wegen Spieleexperten gesucht. Und ich hatte noch keinen Heimcomputer wirklich angefasst. Also wir hatten in der Schule, glaube ich, ein ZX81 irgendwo stehen. Das war, und das war dann auch so, ne, so die Computer-Lab-Leute. Das waren immer der Mathe-Lehrer und die Jungs, die gut in Mathe waren. Das war also immer die Welt. Also ich war der, der Telespieler Atari VCS. Mein Bruder hatte dann Intellivision und dann mein größter Stolz war dann also ein CBS ColecoVision zu der Zeit. Das war ja damals der Gipfel der Videospiele. Absolut. Donkey Kong allein deswegen unglaublich und noch viele andere. Und ja, und da, das war dann so die Vorbildung, mit der ich mir so dann so den ersten Job da erschlichen habe. Und ja, da war auch gerade die Redaktion 64er war gerade so im Aufbau und die hat mich dann schnell davon überzeugt, dass das der Computer ist, den ich privat brauche. Und dann, das war genau die Zeit, wo Soccer und natürlich Summer Games, kann ich mich noch gut erinnern, als das gerade rauskam. Und das war es dann gewesen, weil ich immer so ein Sportspiel-Fan war. Und ja, war natürlich auf Jahre hinweg der eine Computer. Und auf dem hat man ja auch viel gemacht. Also wir haben ja auch zum Beispiel dann zu Hause auch Texte geschrieben. Das war ja nicht wie heute, wo jeder ein PC hat, privat. Sondern wir haben also teilweise, wenn wir am Wochenende oder abends mal was gemacht haben zu Hause, haben wir das mit Lisa Bright. Ich wollte gerade sagen, also vor StarText, ja, aber StarText dabei war immer aber richtig. Ich habe immer auf Lisa Bright geschrieben. Toni ist mein bester Freund, aber ich habe... Aber die ganz frühen Sachen waren auch ein paar andere. Das war dieses, mit den Standardfarben, dieses ganz hässliche, oder? StarText, da war so schön weiß auf schwarz. Ja, ja, also ich brauche zwar inzwischen auch altersbedingt eine Lesebrille, aber ansonsten sind meine Augen noch perfekt. Und wenn man sich bedenkt, dass ich wirklich jahrelang hellblau auf dunkelblau... Texte geschrieben habe, ist das schon, der Augenarzt freut sich. Das ja, ist Lisa Wright hat ja sogar die Breite der Buchstaben irgendwie verkleinert, das heißt, hat irgendwie doppelt so viel in der Breite dargestellt, wie der 64er eigentlich konnte. Du konntest in so einem Modus das zusammengepresst sehen, wie das dann aussieht, aber schreiben kann man damit nicht. Ja, aber das Schöne war ja auch, also dann ist ja nicht so, wenn heute jemand einen Artikel schreibt oder irgendwo genommen, die Datei und veröffentlicht, aber ich kam dann halt auch mit der Diskette und wir kamen mit der Diskette in die Redaktion und wurde es dort dann gedruckt und jemand übergeben, der es dann wieder in das Layout-System eingetippt hat. Also, wir hätten auch auf Schreibmaschine oder handschriftlich abgeben können. Also, das war schon cool, auf Kreuz zu schreiben. Ja. Ja. Damals das ist alles in WordStar in der Redaktion. Ja. Also WordStar auf dem einem der ersten IBM-PCs. Mhm. Vorher schreibt man die Artikel zu Hause auf Papier mit dem Stift. Dann bringt man sie mit in die Redaktion und hackt dann in WordStar rein. VisaWrite, das war irgendwie nichts, was man irgendwie verarbeiten konnte damals. Vor kurzem mal gelesen, dass Tron zum Beispiel mit zwei unterschiedlichen, da gab es ja auch noch keine Computeraustauschdaten und die haben die ganzen Daten, die sie für die 3D-Animationen gemacht haben, haben sie an eine andere Firma als Liste ausgegeben, wirklich mit den einzelnen Koordinaten und dann haben sie dort die Dinger reingerechnet. Also es war bekloppt. Fünf Spiele ist natürlich, wie die Vorredner schon gesagt haben, eine sehr undankbare Aufgabe, da sich auf fünf festzulegen. Gut vorbereitet wie ich bin, tue ich es einfach mal runterrattern. International Soccer natürlich, kommen wir gleich später noch drauf zurück, weil der Jörg meinte mal, und da müssen wir mal zeigen, wie das richtig geht. International Soccer, Pirates, Parrot Reed,
Elite gehört natürlich rein und ganz wichtig Maniac Mansion, weil das darf man nicht vergessen, die das Kollektive, mein Gott, jetzt kommt die Packung raus. Man, wenn man sich so erinnert und die Grafik-Adventures und die gute alte Zeit, denken viele prima an Monkey Island und das war ja dann PC und dann auch Amiga. Aber angefangen hat das und auch das, die Benutzerführung, dieses ganze Konzept, der Humor, das war halt alles Maniac Mansion und das kann man nicht genug betonen. Das war halt auch ein C64 und ich glaube Apple II kam parallel. C64 und dann alle anderen kamen viel später. Alle kamen später. Weil es technischen C64 viel ausgenutzt hat. Sozusagen. Genau, das ist ja mein Fall. War Maniac Mansion die einzige Originalentwicklung von LucasArts für C64? Nee, davor gab es Labyrinth. Das war, auch das war noch ein Vorgänger, ja. Also man kann es sogar noch weiter zurückverfolgen. Weil davor war das ja Atari. Und ja, war das Atari. Und ja, und genauso Chronis Rift und Eidolon sind parallel entwickelt worden. Also haben sie wirklich parallel den Atari und den C64 geschrieben. Das nicht, die waren Konvertierungen. Mhm. Aber die beiden dann schon. Du hast Bud Steele nicht genannt, oder? Keiner genannt. Bud Steele wäre jetzt in der Top Ten-Liste auf jeden Fall. Einzufälligerweise. Aber nicht, hast du da nicht das Handbuch übersetzt? Bei fünf Stück, ja, mehr oder weniger. Aber wenn man sich auf Top 5 beschränkt und da ein bisschen die Genres auch noch, ja, also klar, Bud Steele gehört sicher irgendwo rein. Wobei auch da muss man sagen, ich habe es neulich auch mal wieder auf dem C64 ohne irgendwelche Beschleunigungssachen gegönnt. Es ist eins von den Spielen, die jetzt vielleicht nicht ganz so gut gealtert sind, wo es auch wirklich auffällt, dass also für jede schofelige Monsteranimation da also erstmal ein paar Sekunden nachgeladen werden muss. Und das war schon ziemlich. Übrigens, Bard's Tale, wenn es mal wieder günstig zu haben ist, ich empfehle, oder habe ich das schon mal empfohlen? Das hast du empfohlen. Ah ja, okay, also die. Die iPhone-Version, wo iOS das alte Version, Device, ja. Und übrigens jetzt auch spielbar, weil sie haben jetzt auch mal nachgepatcht, irgendwie einen eingebauten Browser, dass man nämlich auch dann die Karten auch nachschlagen kann, weil das erste Bard's Tale 3 war das erste mit Auto. Oh, klar, das erste keins. Ja. Und das ist hart. Also man erinnert sich dann so wieder ein bisschen nach dem die Straße runter und allerdings nur erst das Review-Board, aber der Schwierigkeitsgrad beim Original 8-Bit Bard's Tale, das war erst Apple II und C64, da eine Party von Level 1 auf Level 2 zu kriegen, irre. Aber absolut, du konntest auch einen Trick machen. Du konntest nämlich. Ach, die ist eine Statue dauernd hauen. Ja, genau, aber was du auch machen konntest, du konntest dir Charaktere erschaffen, dir die Items nehmen, den Charakter wieder rauswerfen. Das konntest du ein paar Mal machen, dann hast du wenigstens ein bisschen Geld und Ausrüstung machen. Und Frage ist es jetzt aber mehr oder weniger, im Gegensatz zu den Ultimas und Wizardries waren die Charaktere nicht für immer tot, weil bei den Ultimas und Wizardries hatten wir den Nachteil, dass die Charaktere wirklich weg waren, wenn was passiert ist. Du konntest wiederbeleben, genau, das kostete Schweine viel Geld. Und wenn Level 1 tot, dann hast du so wenig Geld gehabt, dass dann neue Charaktere Aber bei Wizardry war es echt übel, so destroyed und lost, also Charaktere, die einfach nicht mehr wiederzuholen waren. Also eigentlich alles Game Design Sachen, die heute gar nicht mehr gehen. Doch, Diablo 3, wie heißt der Hardcore? Hardcore-Modus. Ja, okay, aber das ist dann Hardcore. Also ja, die Frage, ja, das ist eine Option, ja, das ist es nicht. Ja. Und jetzt sind wir an dem Punkt, es gucken mich alle an, finde ich super. Jetzt sind wir vorhin, Vorbesprechung, was machen wir für Team rein? Jetzt wieder. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir einfach nochmal ein bisschen Show and Tell machen, wenn wir schon eine Videosonderausgabe sozusagen haben, wo wir einfach jetzt irgendwelche Packungen noch uns greifen und der sie greift. Deine Kiste. Eine schöne Geschichte. Ja, ich hatte ja die famose Idee, es gibt ja auch Emulationen. Das heißt, man kann diese alten C64-Sachen auch alle auf seinem PC sich zu Hause nochmal angucken. Und die Emulationen sind ja inzwischen sehr gut. Und es gibt ja Leute, alle, die das machen, herzlichen Dank, herzlichen Grüße, die versuchen, die Spiele so originalgetreu wie möglich auch zu preservieren. Konservieren, so heißt das Wort. Preservation war auch Preservation. Genau, das heißt beispielsweise, war so meine Idee, wir könnten mal im Hintergrund Wizball laden im Emulator von Datasette. Dann müssen wir auch wieder 4 Minuten irgendwie mit Geschwafel überbrücken, während das läuft. Aber das kann man beispielsweise machen. Und wenn man das Original haben will, haben Leute wirklich die Kassetten digitalisiert, dann in Dateien gepackt und es wird original der Ladeprozess emuliert. Also wirklich auch, man kann auch mal einen Lesefehler theoretisch haben. Ich finde das schon sehr spannend, dass da alles geht, dass man so in diesen Emulationen eben da jetzt
auf die originale Langsamkeit wieder zurückkommen. Und man stirbt heute. Also man sagt ja eigentlich, im Alter wird man geduldiger. Bei C64-Spielen stimmt es nicht. Ich werde nicht geduldiger. Also die Laderei ist wirklich ganz schlimm. Seven Cities of Gold. Das war auch toll. Warum? Prozedural generierte Spiele. Exakt. Jedes Spiel anders. Jedes Spiel anders. Man muss die Seite 2, glaube ich, einlegen, richtig? Genau, und Seite 1 laden, dann umdrehen und dann wird die Spielwelt erstmal komplett neu erschaffen. Das dauert ungefähr 2 Stunden oder so, wenn ich mich recht entsinne. Erinnert mich an ein Spiel, das du hier auch noch hast, mit einer wunderschönen Verpackung in Zeitschriftengröße. Ah, da, wenn man Spiel dazu sagen kann. Das ist natürlich, das gab es in Europa so nicht, das gab es in den USA nur so. Das sind die Little Computer People von David Crane. Und das ist hier... tatsächlich so aufgemacht, also die Idee ist zu sagen, in deinem Computer wohnt ein kleiner Mensch und das ist die Software, mit der man diesen kleinen Menschen sichtbar machen kann und ihm ein Haus geben kann und das haben wir also wirklich komplett durchgezogen. Also hier ist eine komplette Zeitschrift zu diesem Thema mit Fake-Interviews, mit allem Möglichen, was man schon über diese Menschen, die in diesen Computern leben, rausgefunden hat, was da geht. Und ich habe hier in einem meiner Emulatorfenster, wir blenden mal einen Screenshot ein, die Computer spielt gerade laufen und ich schalte mal ganz kurz hier. Eigentlich ist es live, das ist wieder Country-Eurovision hier. Und genau. Und das Spannende war halt auch, das ist so eine Geschichte, die man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen kann. Das hier ist eine Diskette im Original. Die war auch kopiergeschützt, diese Diskette. Und man sieht schon, ich habe hier einen Schreibschutz drauf. Warum habe ich einen Schreibschutz drauf? Little Computer People war so designt, dass ich, wenn ich es eingelegt habe, beim allerersten Mal, wurde per Zufallsgenerator dieser Mensch, der in meinen PC einzieht, festgelegt und auf diese Diskette geschrieben. Das heißt, bei der ersten Benutzung hat sich dieses Programm so modifiziert, und ich hatte ja nur ein Original offiziell, dass ich danach nie wieder in die Grundsituation zurückkommen konnte. Und das ist schon spannend. Das war halt ein Feature, das es so heute nicht mehr gibt. Dass ich die Programme so 100 Variationen, glaube ich. Ja, 128. Sowas in der Richtung. Und unterschiedliches Aussehen, aber auch Charakter. Einer hat einen Schnurrbart und sah aus wie Heinrich. Das würde mir zu denken. Das war die Collector's Edition. Ja, genau. Nein, also wir blenden dann einfach ein bisschen Footage von dem Spiel ein zwischendurch mal, wenn wir das sagen. Und so. Also das war wirklich sehr, sehr spannend. In Europa kam das dann eben nicht so aufwendig raus. Ich bin also auch ganz stolz drauf, dass ich das überhaupt auch noch habe. Ich weiß nicht, was das ist nicht so aufwendig. Naja, dass du es noch hast. Dass ich es rede. Ah, ja, zusammenpacken nach hier, das wird gefährlich. Es gab also dann auch ein Handbuch. Er redet gerade mit mir. Da musst du schon hinten mit ihm sprechen, das wird dir traurig. Ja, was muss man machen? Ich meine, du musst auch die, also wie gesagt, Kopierschutz schön gut, du musst auch die Anleitung haben. Weil beispielsweise, wenn du nicht weißt, dass man Ctrl-C drücken muss, um ihn anzurufen, oder mit Ctrl-F ein Essenspaket vor die Tür liegt, dann ist der arme Kerl halt auch nach wenigen, Spielzügen kann man nicht nennen, aber nach das war nicht das erste Tamagotchi, oder? Ja. Fast schon so ein Sims-Vorläufer, kann man sagen. Es ist Sims-Vorläufer, und bis heute nennen amerikanische Designer wie Will Wright sagen, das war eigentlich die Inspiration. Es gibt da auch eine ganz spannende Connection, und zwar der David Crane hat das Projekt geerbt, weil, ich habe jetzt den Namen vergessen, das war ein anderer Spielentwickler, der ist mit dem Konzept an Activision rangetreten. Und das war aber kein fertiges Produkt und die Idee war nicht so ganz ausgereift. Und ich habe mal Interview mit Crane gelesen, er hat das also dann irgendwann auf dem Schreibtisch gehabt, also mach mal draus was. Und der Originalmensch, das ist mir sehr peinlich, dass mir der Name nicht einfällt, der war später dann einer der Berater von Will Wright, als der das erste Sims entwickelt hat. Also gewisse Parallelen oder Ähnlichkeiten bei der Idee sind vielleicht nicht ganz zufällig. Ja. Hast du es gespielt? Ja, ich habe es gespielt, insbesondere nach einem Interview mit David Crane, auch schon lange her. Er hat den Großteil selbst programmiert oder, was von anderen Programmierern kam, nochmal durchgeguckt und umprogrammiert, hat er seinerzeit erzählt. Das heißt, eigentlich ist er der Kopf hinter der Geschichte. Ja, klar. Und hat sein eigenes Verhalten da rein programmiert. Das ist witzig. Und ansonsten gucken wir jetzt zu, wie Ultima 4 live durchgespielt wird. Das hört sich wie ein Kopierschutz an. Nee, die Britannia-Disk muss jetzt eingelegt werden. Die Britannia-Disk. Ja, aber die Kopierschütze damals waren so Disk-Errors. Ja, zum Teil Disk-Errors. Zum Teil halt Handbuch. Probieren wir es mal mit. Ich weiß nicht. Die wird ja nicht überschrieben, wenn die geschützt ist. Oh, wenn der rote Balken blinkt, dann wird es gefährlich.
Das erinnert mich an die Cracker-Vorspende. Ich befürchte, das ist übrigens, wir haben es noch nicht erwähnt, aber da habt ihr es erwähnt, die portable Version des C64 ganz offiziell. Das ist ja also nicht irgendein neumodischer Ben Heck-Umbau. Das konnte man tatsächlich so kaufen. Das SX steht für Executive Computer. Mhm. Also für den Mann von Welt, der natürlich mit seiner Textverarbeitung oder ähnliches arbeiten will. Also ein Schlepptop. Ein Schlepptop. Ja, also für den Mann von Welt, der eine kräftige Muskulatur in den Oberarmen hat. Ich habe das nämlich vorhin nämlich gemerkt, ja, wo ich dachte, ach, wie wirklich drahtbar der C64, den kann man aber auf dem Schoß mal schnell heben. Und dann, aber super praktisch, weil eben Diskettenlaufwerk, Modulschaft, zwei Joystick-Ports. Der Witz ist, ein einziges Kabel, um loszulegen, dann hat er natürlich nur das Stromkabel. Ein Brotkasten würde ich heute nicht mehr anschließen, wenn ich die Röhre noch hätte. Ja, aber mit dem kann man gut spielen. Ja. Und ein Diskettenfach. Also man da oben das statt des zweiten Floppy-Laufwerks konnte man dann so eine 10 Disketten rein. Toast und Grill. Ist das gefährlich? Lag da nicht rein. Er hat es angefasst. Das andere Wichtige, das ist hier das Original im Übrigen. Also das Wichtigste, was ein C64-Spieler haben musste, war natürlich das, außer man hat diese Rollenspiele gespielt. Pro, ja. Ist das einer mit Mikroschalter? Natürlich. Nee, das ist einer mit Federn. Die schwarzen waren nämlich die weniger. Das ist noch die Federvariante. Ja, genau. Also deswegen nur die roten. Okay. Die Schalter sind Mikroschalter, aber da, nee. Ja, aber der Schauspiel, das war ja wichtig für die Diagonalen, ja, das stimmt, wenn das dann das stimmt, klackte. Und ich habe den falschen eingepackt, glaube ich. Naja, was heißt den falschen? Den originalen. Ja. Ich meine, die Mikroschalterversion war dann die zweite. Also das war der Composition Pro. Von denen habe ich 5 verschlissen. Ich darf jetzt hier nicht dran stoßen, weil das Mikrofon ist. Aber ja, man sieht hier auch, sehr spannend, der C64 hat 2 Joystick-Ports, Port 1 und Port 2. Logischerweise benutzten die meisten Spiele den Joystick auf Port 2 und nicht auf Port 1, aber eben nicht alle. Das heißt, man war andauernd am Hin- und Herstöpseln. Und dann gab es die Sache mit dem zweiten Feuerknopf, weil offiziell unterstützt der C64 ja nur einen Feuerknopf. Jetzt war es aber so, dass auf Joystick Port, dass ich jetzt falsch sage, 1, die Feuertaste, hat denselben Code wie die Leerzeichentaste. Und da gab es dann halt eben entweder Spiele, die das nutzten, mit einem zweiten Feuerknopf über Tricks, oder dass man sich dann den C64 auf den Boden stellte. Bei manchen Spielen, ja. Und dann konntest du mit dem Fuß die Space-Taste bedienen, während du den Joystick, also ich habe das mal gemacht, für, ich weiß ja, nicht mehr für es, was. Aber es gab Spiele, da musstest du es fast machen. War das nicht die Gradius Nemesis, um die Extrawaffen auszuwählen? Ja, zum Beispiel, ja. Aber das ging auch, glaube ich, auf F7, ja, war es bei manchen Spielen auch so. Was? Ja. F7 oder Space waren da sehr beliebt. Und dann gibt es ja noch die berühmte, muss man auch erwähnen, die Restore-Taste, die einen Interrupt im System auslöst, und die ist keine richtige Taste. Also die normalen Tasten gehen an den Tastaturcontroller, diese Restore-Taste nicht, die sendet direkt den Impuls an den Prozessor, und deswegen muss man die auch immer so hauen, damit das funktioniert. Und so weich dann gewusst, ja, also technologisch ist das hier ein interessantes Gerät mit Dr. Buro Schicken drunter. Totaler Schrotthaufen. Ah, okay. C64. Aber wenn man dieses Spielgefühl haben will, heutzutage auch da, den Competition Pro gibt es wieder seit 3 oder 4 Jahren oder sowas in einer USB-Variante, die man dann am PC anschließen kann. Und das sind dann, wir hören es, der Sound einer ganzen Generation. Die Mikroschalter dann auch entsprechend drin. Was hast du noch in deiner Wunderkiste, Vinny? Ja, halt du mal das kurz. Ich meine, was lustig war dieser Adventure, du kannst das sozusagen, eigentlich ganz normale Text-Grafik-Adventures, aber sehr bekannte Autoren. Michael Crichton, das hat er nicht einfach nur einen Film gemacht, sondern das war ein Original. Gab es da nicht einen Film bei Amazon irgendwann mal? Nee. Ja, nee, Kongo heißt Kongo. Der Film, der auf dem Spiel basiert. Und das war schon früh. Das kannst du mal gucken. Genau, also Michael Crichton ist derjenige, der den Jurassic Park beispielsweise erfunden hat als Autor. Und ich meine, gut für die Zielgruppe natürlich, Science Fiction, Arthur C. Clarke, Ron Umis, Rahman. Da hat er nicht mitgeschrieben. Bradbury. Also die meisten von diesen Sachen waren based on the novel, da hat man Bücherrechte eingekauft, aber hier Amazon, Michael Crichton, der damals schon eine Nummer war mit Techno-Thrillern und so, der hat tatsächlich dieses Adventure-Co-Programm hier. Der hat es gecheckt, dass Computerspiele groß kommen, hier unten Bart's Tale, Skyfox, LucasArts. Ja, das hatten wir das letzte Mal. Aber ich suche eigentlich was ganz Bestimmtes. Aber du hast keine Perinesen, sehe ich hier. Nein, wir sind mitbringen müssen. Wir sollen mal tauschen. Das ist natürlich mega. Ja, das ist schön. Das erste Spiel, ich denke mal, mit einem schwarzen Helden. One, ja.
Ja, genau. Also das gehört auch zur ersten Riege von Electronic Arts. Wie gesagt, Larry Bird und? Ja, Ewing. Also als Sportspieler, ich war nie so Fan gut, von Bonn doch. Und Bonn. Aber ich war auch nie so, ich habe auch Basketball nie so ganz überrissen. Das war auch ein Spiel, wo ich dachte, das C64 ist nicht so schlecht. Legacy of the Ancients. Sky Fox, Arctic Fox. Du hast Electronic Arts komplett so ungefähr. Nein, leider nicht. Mule fehlt. Hier, das ist natürlich schön. Das ist Englisch. Vorsicht bitte hier beim Ablegen. Das, was kaum ein Mensch in Deutschland kennt. Der Originalmodul. Mach mal den Originalmodul. Ja. In welcher Zeitschrift war das? Wo ist der Schalter? Da. Heinrich, in welcher Zeitschrift war das, wo im Testbericht dann auch brav die Screenshots mit dem Wort Oleander in der Bande zu sehen waren? Wir hoffen, das war nicht wir. Das war zumindest im Mark- und Technikverlag. Irgendwann fiel es uns auf, dass wir, aber das war auch erst 2 oder 3 Jahre später, dass tatsächlich die Screenshots von der Raubkopie in der Bande eben nicht Commodore, sondern Oleander steht, veröffentlicht hatten. Tut's es? Oje. Oh, der Modulschacht ist... irgendwie. Das Grün stimmt doch schon. Nee. Der Vogel ist doch. Nee, der müsste eigentlich sofort aus, gehen, oder? Ja, natürlich. Nee, der Modulschacht tut irgendwie nicht. Ich glaube nicht, dass es so klein gehört, Leute. Aber wir könnten. Rein zufälligerweise. Und auch das ist hier der Emulation sei Dank. Jemand hat wirklich die echte Cartridge ausgelesen und hier läuft nicht irgendeine Disketten- oder sonst was Version. Das hier ist im Emulator die offizielle Cartridge-Version von Soccer. Gib mir mal einen von den Joysticks. Ja. Geht was? Jetzt geht bei beiden nichts mehr. Der muss so, jetzt. Oh. Bin ich das? Läufst du, Heini? Ja, das bin ich. Also jetzt gibt es da einen Trick. Heini? Ja, ich schaff's. Ah, fast. Also der Trick war das jetzt nicht. Wollen wir noch nebenbei vielleicht noch ein paar Expertenmeinungen sammeln zum Thema, warum war's mit dem 64 so schön? Warum war das in Deutschland so die große Nummer, außer wegen den Spielen? Oder warum ist jetzt die warum ist die Nostalgiewelle jetzt dieses Jahr so besonders heftig entbrannt mit den 30. Red mal ein bisschen. Schwer zu sagen, und jetzt warum gerade jetzt die Nostalgiewelle. Also mich hat es auch dann gewundert, dass auf einmal im Januar das so hochkochte, weil es auch das falsche Datum war, aber Januar war die CES-Vorstellung, aber das waren nur irgendwelche Prototypen. Ja, und es gibt tendenziell bei den Nachrichtenmagazinen immer die Möglichkeit, den ersten Termin, den du dir überhaupt wenn die Putzfrau das erste Mal gesehen hat in der Kammer, dann mache ich heute den Artikel dazu, dass die Konkurrenz... So hat man das gemacht, nicht so wie Zufallstreffer wie gerade. Das hat, also ich weiß nicht, aber es ist schon ein bisschen was zusammengekommen in letzter Zeit. Der Chris Stöcker von Spiegel Online hat ja auch sein Buch rausgebracht, dieses Nerd Attack, wo er von der Generation C64 spricht, die also in Deutschland eben mit dem Gerät aufgewachsen ist und dann natürlich auch die Thesen zieht, dass man da so auch politische Tendenzen, die man heute sieht und so weiter, Piratenpartei und so, dass man das alles ein bisschen auf den C64 auch zurückführen kann und so. Und darüber werden wir übrigens mit Chris auch bei einem der nächsten Podcasts reden. Den habe ich nämlich schon zwangsverpflichtet, dass er da mitmachen muss. Sehr schön. Aber vielleicht, weil jetzt gerade wir alle, die wir mit dem C64 alt geworden sind, gerade so in die Midlife-Crisis reinschwimmen. Was? Jetzt erst? Und, ja, oder dass man sich jetzt gerade nochmal schön dran erinnert oder so. Also es ist schon seltsam, weil beispielsweise so die kommerzielle Welle ist ja so vor 3, 4, 5 Jahren eben mit so Sachen wie, du hattest es hier, diesen Joystick, wo C64-Spiele eingebaut sind und sowas. Also das gab es ja alles. Warum jetzt gerade nochmal das Interesse wieder so hochpoppt, ist schon sehr spannend. Hast du eine Erklärung, Vinny? Eigentlich nicht. Ich meine, die Szene ist halt wieder ganz gut vernetzt durchs Internet. Ich schätze mal, dass auch das 40-Jährige, das 50-Jährige wieder gefeiert wird, bis halt die letzten C64-Fans abgetreten sind. Also, du machst mir richtig Mut. Ich das Ding nochmal zu feiern. Und Jack Tramiel ist in diesem Jahr gestorben. Das hat man nicht vergessen. Ja. Das war natürlich etwas... Ja. Und ja, und also halt auch... Wie steht's denn? 2-1. Ich werde das hoffentlich besser über die Zeit retten, als die Bayern den Vorsprung im Finale. Was hat das? Aber ja, man konnte die Kiste, also ich glaube, hier in Deutschland war der Effekt so ähnlich wie das, was Apple in den USA ausgelöst hatte, dass man eben programmieren konnte. Und irgendwie hat Commodore es geschafft, diese erste Schleife schneller zu fliegen als alle anderen in Deutschland. Dass also dieses Thema selber was programmieren, einen Heimcomputer haben, aus unerfindlichen Gründen auch mit dem C64 verbunden war.
hier und nicht so. Ja, das ist der Sponsor vom FC Bayern, Commodore. Ja, dann, aber da war es also schon Millionen. Ja, da war 86 war das, glaube ich, oder 85 haben die FC Bayern gesponsert, waren die Mikrofone. So, ist das so ein. Yes! Ja, aber ja, da waren schon richtig viel C64 draußen. Stimmt, ja. Ist das so ein deutsches Ding? Ist das für die Deutschen immer wichtiger gewesen, so den ernsthaften Nutzen zu haben, jetzt im Vergleich zu einem reinen Videospiel? Ja, auf jeden Fall natürlich. Wir haben doch alle erzählt, was man drauf lernen kann und Vokabeltrainer. Ja. Es ist heute noch wichtiger. Schau es dir an. Also generell einfach die Tatsache, dass in Deutschland gegenüber allen anderen größeren Ländern der Welt deutlich mehr auf PC gespielt wird als auf Konsole. Und ich denke, dass wir und alle das ist keine... Immer, ja. Konsole bekommen haben von unseren Eltern. Das ist für alle tabu, weil ich glaube, er hat von der Konsole erzählt, aber bei meinen Eltern war es natürlich so keine Frage. Atari war unmöglich, aber ein Computer ging und ich denke mal, das ist eine ähnliche Erfahrung. Ja, definitiv. Und das schien in Amerika nicht so gewesen zu sein, weil da wirklich die Videospiele sofort. Ich dachte, Spielhallen. Das ist auch ein also die Dinger waren ja auch unglaublich keine teuer. Spielhallen. Also, das heißt, nee, keine so richtige. Nee. Ja, ganz klar. Aus zwei Gründen: Jugendschutz und Steuer. Das heißt, gleichzeitig, bin ich oft in England als 12-Jähriger, 13-Jähriger, 14-Jähriger, hast du einen riesen Familienspielhallen gehabt, mit Teppichboden, richtig saubere Teile. Hier war es irgendwie im Bahnhofsviertel mit dem Porno-Kino, ganz andere Geschichte. Was? Und das in Amerika, Japan und England war schon wichtig. Das Spielen war also durchaus mehr eine Familienangelegenheit. Die ganze Südküste von England war ja mit diesen Spielern auf den Piers, das waren Familienattraktionen. Da ist man nicht alleine reingegangen, die ganze Familie, zwei Kinder, drei Kinder reinmarschiert und das hat in Deutschland gefehlt. Und das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen, das Spielen ein bisschen zu etablieren, aber nachdem das auch nicht da war. Computer zum Lernen und alles andere ist eigentlich verblödete Kinder. War das, was die Eltern wohl dachten damals. Ja, die Computer waren ja auch wirklich sehr, sehr teuer. Also ich glaube, der C64 damals, den ich gekriegt habe, der war bei 1000 Euro oder so. Und das Disketten also 500 Mark war der Einstiegspreis. Ja, nicht Euro, natürlich Mark. Ohne Diskette, also nur das. Ja, Diskettenlaufwerk war super teuer. Die Datasette war 140 und Mark. Ja, das war unglaublich. Ja. Kann dann eigentlich eine Verlängerung oder sowas? Nee, da kam keine Tragödien. Pfosten sind aus Holz. Hattest du nicht noch und hatten wir nicht noch irgendwas, was wir noch mit holzhaltigem Papier zu tun hatten? Wir machen jetzt kurz 30 Sekunden Selbstpromos. Zum einen liegt da unauffällig ein Volkscomputerbuch. Ja, das gibt es ja schon eine Zeit lang. Da bin ich ja im halben Jahr zuvor gekommen. Aber ich denke, ich habe es ja vorgestellt schon in der Sendung. Wir haben es schon erwähnt, aber wenn wir jetzt schon mal auf Video sind, kann man es ja mal erwähnen. Es ist ein schönes Buch. Halt eine komplette Geschichte von Commodore. Mhm. Angefangen von den Vorpad-Tagen. Also in den Commodore stecken ja MOS-Chips. MOS war einer der ersten Chip-Hersteller, Ex-Motorola-Leute. Also die ganz frühen Tage mit den Pads. Dann natürlich VC20, C64. Interessant ist das Buch hauptsächlich deshalb, weil es eben keine Fan-Nacherzählung ist, sondern der kanadische Autor eben die ganzen Ingenieure, Manager interviewt hat. Und ich fand es sehr spannend. Ich kannte eben das kanadische Buch, wie wahrscheinlich einige Commodore-Fans, und habe mir gedacht, wenn ich mal ein Buch nicht selbst hier mache in Deutschland, sondern in Lizenz nehme, dann sollte es das Buch sein. Genau, wie gesagt, die Eigenwerbung hatten wir schon vor einem Jahr. Wer es nicht hat und Commodore-Fan ist, sollte sich so, das ist sicherlich ein Fehler, es nicht zu besitzen. So, ich habe noch was Neues. Welch exklusiv haben wir hier einen Beta-Titel-Anruf von einem kommenden Chip-Sonderheft zum Thema zeigen? Commodore 64. Ich wurde nur darum gebeten, darauf hinzuweisen, dass die Titeltexte noch Work in Progress sind. Das halte ich deswegen ganz unverschämt hoch, weil ich zum ersten Mal seit mehreren Jahrzehnten wieder über C64-Spiele schreiben durfte. Also wir haben einen Spiele-Sonderteil, würde ich es jetzt nicht nennen, aber neben den allgemeinen Artikeln zum Jubiläum gibt es noch ein Interview auch mit Chris Hilsbeck. Wir haben Chris Hilsbeck, ich habe den Andrew Braybrook irgendwo ausgegraben, der sich übrigens gerade überlegt, ob er nicht mal wieder selber programmieren und vielleicht auch wieder Spiele und so. Seitenweise aus dem Buch übernommen. Wir haben einen Buchauszug drin. Und wir haben auch die Top 10-Liste. Die Top 5 habe ich vorhin schon genannt, meine C64. Steht der Preis schon von dem Ding? Wisst ihr, was er nie. Und es gibt einen Datenträger. Wenn man sich jetzt fragt, mein Gott, diese Emulatoren sind ja toll und gut, aber da muss man ja sich dann irgendwelche Raubkopien besorgen und das ist ja ganz schlecht. Also da sind auch ein paar legal lizenzierte Spiele dabei. Paradroidium, Ghost of Goblins, also schon ein paar namhafte Sachen auch dabei mit einem Emulator. Talikum.
und so weiter. Es ist schwierig, die Rechte zu bekommen, weil ich meine, hinter Sachen wie Bonche stehen ja auch japanische Spielautomaten. Es gibt da irgendwelche Lizenzzwischenhändler, die speziell für die Heimcomputer-Version. Ja, das bei euch gemacht, ein Chipmann. Ja, also ich weiß nicht, aber ich kann ich gerne weitervermitteln, wenn du darauf fragen kannst. Nein, es ist nur interessant, ein Chipmann. Ob ich mit diesen Lätzchen hier rausgehen darf und wen ich mir jetzt nicht. Ich mache jetzt übrigens mal virtuell kurz, weil es juckt mich in den Fingern, nur damit man es auch kriegt. Press Play on Tape hier. Also ich starte jetzt das Laden von Wizball von Datasette in dieser Grund mal. Nur so das ist jetzt authentisch. Aber ist das jetzt authentisch? Ist das nicht ein Schnellloader? Ja, das aber das Original. Das Original hatte einen Schnellloader, weil wenn... Bei Lad mal Elite, da konntest du echt einkaufen gehen zwischendrin. Ja, Kaffee. Das war bei mir immer die Zeit, wo ich rausgegangen bin. Da hast du aber selbst noch geschehen. Ja, das nichts Kaffee-Vollautomat. Das war so als die 64 wahnsinnig langsamer Rechner im Vergleich zu allen anderen Geräten zu holen. Der Prozessor war saulahm. Also er war nicht saulahm. Also er war von der Taktfrequenz her vielleicht jetzt... Die 1080 Rechner waren alle schneller in der Liebe-Rechnung auf jeden Fall. Ja, die Liebe-Rechnung. Und Spektrumbesitzer. Was ärgerlich ist, ist natürlich das Diskettenlaufwerk. Das ist ja eigentlich so der Sprung zur Geschwindigkeit. Und das war das langsame Diskettenlaufwerk, das ausgeliefert worden ist. Ich denke mal, das war ja, von der Geschwindigkeit von dem App. Das habe ich jetzt, weiß ich auch, dank deines Buchs, das war ja auch eine Panne. Ja, das war eine richtige Panne. Ja. Mit dem 1543er, mit ersten. Ja, du hast halt die 4 Minuten auf 2 Minuten runtergebracht. Klar ist das ein Erfolg, aber 2 Minuten beim Diskettenlaufwerk beim Spiel. Nein. Ja, wenn man auch überlegt, welche Datenmengen geladen wurden, das waren glaube ich 170 Kilobyte pro Seite. 170 Kilobyte pro Seite, ja. Also ein bisschen viel mehr, man konnte das mit, wenn man Track 36 bis 40 noch mit benutzt hat. Durfte man das? War das legal? Das scheint jetzt so. Ja, also hier die ganzen Electronic Arts Spiele machen das und verstecken da interessante Informationen. Erzähl mal. Ach, ja. Aber schön war ja, dass man die einseitigen Disketten kaufen konnte, die halb so teuer waren wie die doppelseitigen, vor allem von Markenherstellern. Dann hat man Locher genommen und dann hatte man die doppelte Speicherkapazität. Bitte kein Locher, sondern einen Diskettenstanzer, weil ich hab einmal auch mal versucht, das mit einem Bürolocher zu machen. Und das sah nicht gut aus. Ich hab das mal knapp daneben nochmal. Wir bekamen mal ohne Scheiß Listing des Monats gelocht von einem Praktikanten. Gelocht. Klack. Loch zum Abheften. Zum Abheften. Diskette. Der war nicht lang da. Okay. Ja. Musst du jetzt irgendwie Space drücken? Oder nein, so? das ist einfach nur das Amüsement. Whisper war übrigens ganz großartig. Das hatte echt Spätes, so. Ja. Also wenn das geladen ist, dürfen wir es vielleicht zum Abschluss zwei nochmal spielen. Anton und Boris. Whisper ist auch so ein Spiel, das muss man zu zweit spielen. Unbedingt. Allerdings, ich habe es mir auch angeguckt, ist auch bei den Top 10 Spielen im Sonderheft dabei. Whisball aus heutiger Sicht, jetzt habe ich den S64 kaputt gemacht. Whisball, ich will euch nur warnen, wenn man es nicht mehr gespielt hat, verdrängt man das. Eine fantastisch bescheuerte Designentscheidung, den Ball fast unkontrollierbar zu machen. Da muss man so wirklich erst ein paar Extras aufsammeln und dann kann man eigentlich erst richtig steuern. Hat aber keine Physik. Keine Trägheit, haben sie gesagt. Der Ball. Das ist die Frage. Hatte keine Physik oder so. Doch schon. Ja, am Anfang hatte er Physik. Der hüpft dann durch die Gegend. Ja, du musst es extra aufsammeln und irgendwann konntest du... Und irgendwann konntest du fliegen. Am Anfang musst du rumhüpfen, also hoch, runter kannst du nicht kontrollieren, sondern links, rechts. Aber das war ein gerne gesehenes Pausenspiel bei uns in der Redaktion. Das war... Es war auch super mit dem Umfärben und so weiter. Und es war auch deutlich leichter zu zweit, natürlich. Wobei, es war aber auch recht clever damals gelöst. Wir haben den zu zweit gespielt, hat er beide? Ja, ja, bei den zwei Joystick, weil einer halt den Wissen, einer den Satelliten, die Katze. Ja, ja, genau. Ja. Und immerhin als im Einspielermodus haben sie es noch recht clever gelöst, wenn du nämlich den Feuerknopf gedrückt. Ist das normales Geräusch oder hast du jetzt gerade irgendwas? Mit Leder gewandelt. Wenn man den Feuerknopf gedrückt gehalten hat, dann hat man den Begleiter gesteuert. Und also das war schon spielbar, aber es war natürlich um einiges schwieriger, als wenn du da ein richtiges Team hattest. Und die Musik ist zu Ende oder hat sich aufgehängt? Was passiert ist das Folgendes. Der Lader hat einen Schnelllader geladen. Der Schnelllader hat das Musikstück geladen und den Grafikspeicher initialisiert. Dann startet das Musikstück. Dann wird die Grafik vom Band geladen und gleich, also die Bits, die vom Band kommen, jetzt ist es da,
rein und dann ist ja später kein Platz mehr für die Grafik, dann muss die weg, dann muss nochmal der Schnelllader den Rest oder so. Nein, ich kann das nicht. Einer Tool war ich kann das nicht. Aber da ich jetzt hier kein Screen Recording habe, müsste wirklich mal Mustafa kurz auf den Bildschirm halten. Aber nicht vergessen, du musst jetzt auch mal den entsprechenden Speicherbereich reservieren. Ja, ja. Aber dann tut doch mal den Cursor bitte weg. Du bist ballern nicht vergessen. Und dann sehen wir, wie das dazu so von wegen Farben in der Reihe. Ja, das spielt sich. Oh, das finde ich cool. Das beginnt schwarz-weiß, oder was? Ja, du färbst die Levels ein. Ach, du bringst die Farbe in die Levels. Ich habe das etwa drei. Genau. Ja, jetzt kommst du rein. Lass nichts machen. Ich mache nichts genau so lange wie ich nicht mehr. Ich mache nur den Anfang. Du musst in dieses Loch da, glaube ich. Und es hat Sprites im Rahmen. Extras aufsammeln. Ja. Und die Farben. Okay, das war. Ah, du konntest gut auf das ist ein Gegner da links, glaube ich. Ja. Ich will jetzt erstmal hier und dann extra auswählen mit schnell rütteln. Ah, genau so ging das. Total durchgeknallt. Und dann war es etwas einfacher und dann hat man. Muss aber echt genau dieses Ding da drin. Und dann nochmal schnell rütteln. So, und jetzt? Und jetzt konntest du ihn. Ja, genau. Und jetzt schaffen wir es mal zu den Abschließenden. Also rütteln und jetzt steht er geht eigentlich gar nicht. Was übrigens doof ist, ich bin einer von den paar Verrückten, die sich das gekauft haben für den iPhone C64 Emulator. Mhm. Sind ein paar Spiele kostenlos dabei. Ja. Und Parrot Read ist eins von denen, was ich sagen kriegen kann. Und das Minigame, also das eigentliche Spiel mit Touchscreen. Schwierig, aber nicht unmöglich. Aber du kannst das Minigame nicht spielen mit dem Touchscreen. Nebulus. So, und jetzt kommt der Nebulus noch auf. Halt, Boris. Hast du Nebulus noch auf dem Emulator? Nebulus? Ich kann es schnell kaufen. Wir haben ja nur online. Ach, Nebulus ist den hier. Nur dein iPhone-Problem kann man seit Monaten versprechen, dass wir dieses iCade mal erwähnen. Und der C64-Emulator unterstützt das dann auch. Aber jetzt haben wir es zumindest mal gezeigt und irgendwann sage ich auch noch was über dieses Teil. Kann mal jemand bitte meinen Sieg hier bewundern? Ich habe gerade Nummer 296. Und okay, dann wir können jetzt schon mal verabschieden und nebenbei. Wann kommt der komische Safe nochmal? Wir haben alles hochgehalten. Ich glaube, so rund um den 20. Juni. Rund um den 20. Juni. Gesehen haben wir es. Gesehen haben wir es. Aber wir haben jetzt alles hochgehalten. Ah, Troll. Ein Troll, ja, das hat mich. Troll. Das ist ein Geheimtipp von. Das ist ja lustig. Noise at end of load is normal. Das ist ja super. Ja, das ist dann wahrscheinlich. Das ist ein Kackgeräusch, oder? Wenn so. Nein, das ist dann, wenn die Frau einfach hat, witzigerweise. Wenn man wait 2 minutes. Das Schöne ist ja auch, dass man hier Alt W drücken kann und dann geht er in den Turbo-Modus. Verabschiedungsrunde. Ja, vielleicht eine Idee, welches Spiel würden wir uns als Remake wünschen? Heutzutage? Ich hätte gern den lange versprochenen zweiten Teil von Hitchhiker's Guide to the Galaxy von Infocom. Also das, der Gewinner des Duke Nukem Gedächtnispreises für noch längere Auslieferungszeiten. Das wäre schön, wenn es das irgendwann nochmal geben würde. Aber ich glaube, das ist im Lizenzdschungel und so weiter alles einfach nicht möglich. Das nochmal zu bekommen, weil Hitchhiker's Guide to the Galaxy super wahnsinnig lustiges Text-Adventure, was auch die Konvention vom Text-Adventure auf den Kopf stellt. Ja. Und das eben aufhört mit dem Cliffhanger, der auf den zweiten Teil hinweist, der dann nie programmiert wurde. Schiff. Bei mir wäre es mit Sicherheit ein Spiel zwischen Ultima 4 und Ultima 5. Mhm, das klingt gut. Das fände ich ziemlich perfekt, weil, sagen wir mal, die Text-Adventure-Szene, da kann man sich wirklich schön auch noch bedienen. Mhm. Und da gibt es wirklich genügend Sachen. Übrigens, hier liegt noch eine großartige Dokumentation, was hat denn die ich auch mal kurz hochhalten darf. Das ist Scatlamp. Die sollte jeder mal gesehen haben. Mhm. Die lohnt sich wirklich. Ganz großartige Nummer. Eben nur über Text-Adventures und die Szene. Aber wenn ich mich jetzt noch mal verlieren wollte, dann wäre es definitiv noch mal in einem Ultima. Also wenn es um Retro sagt. Wir sind Brüder im Geiste, weil genau das sage ich. Ich hätte gern ein Ultima 10, aber auf dem technischen Stand von Ultima 5. Ja. Noch mit dieser teilbasierten Grafik, mit dieser Komplexität, wo es 1000 das Kommandos hat schon gab. Das hatte schon was. Und sowas möchte ich heute wegen mir auf einem iPad oder für ein C64. Und da würde ich echt viel für geben. Dafür würde ich sofort ein Kickstarter-Projekt. Hallo Richard Garriott, würde ich da einen dreistelligen Betrag finanzieren. Der Garriott, der würde ja gerne über den Ultima-Spiel machen, nur Electronic Arts hat die Rechte und macht damit tolle Browserspiele, ne? Die überhaupt nichts damit zu tun haben. Ja, das war auch ironisch gemeint. Also ich denke mir, es war tatsächlich das einzige C64 für diesen letzten 10 Jahre nochmal gespielt habe, Ultima 4. Ja, du hast mir die Worte aus dem Mund genommen.
sonst die meisten Sachen werden ja wieder gemacht und sind halt nicht mehr so gut wie früher. Klar, Pirates war sicherlich ein schönes Spiel, da würde ich das Original spielen. Und generell spiele ich auch nicht auf Emulatoren. Also, wir haben es gerade gesehen bei Troll. So, ja, komm, jetzt hast du hier, machen wir Nebulus in echter Geschwindigkeit. Das war natürlich technisch schon. Wer will das spielen? Wer kann das spielen? Wer war der Nebulus-Fan? Ich war der Nebulus-Fan. Also ich bin nie über den dritten Tower rausgekommen, aber ich fand's toll. Also alles, was mit 3D zu tun hat, ist bei mir nicht so mit Orientierung im Raum. Achso, das stimmt gar nicht. Jetzt sehen wir, wie schnell... Ja, die Profis zeigen, wie wir... Ja, du willst Spieletester sein? Lahm der C64 wirklich war so. Schreibst du über der Stunde der Kritiker? Wir treffen nicht mit dem ersten Headshot, oder? Genau, den konnte man nicht abschließen, aber den musste man abschließen. Nee, den konnte man also ich denke, wenn es nicht ganz so lang ist... Es ist eine Weile her. Aber du bist schon weit gekommen, Boris. Wenn es nicht ganz so langsam wäre, würde es meine Tochter wahrscheinlich auch noch spielen. Also, ich glaube, man kann das Auge schießen, wenn es auf ist. Nee, so. Gar nicht. Den musste man wirklich nur ausweichen. Aber es ist ein schöner Soundeffekt, wenn du stirbst. Aber warum kann man nicht? Also so eine Adventure wie Maniac Mansion und da holen die Hoffnung natürlich auf den Ron Gilbert Double Fine Adventure, was irgendwann nächstes Jahr vielleicht mit den 3 Millionen von Kickstarter gemacht wird. Das andere Spiel, was sich wirklich sehr gut gehalten hat, ist halt Paratroid, was wir vorhin auch kurz gesehen haben. Und da gab es ja ein offizielles Remake, Paratroid 90 auf Amiga, was auch sehr konservativ war. Das war nicht dasselbe Spiel in Grün, ein bisschen schneller, ein bisschen bunter, aber nicht viel anders. Aber da kann man auch jetzt nicht viel für eine Fortsetzung verbessern oder umstellen. Das Spielprinzip war einfach schlüssig. Und ansonsten meine ganzen geliebten Sportspiele. Ich gebe ja auch zu, dass einige der neueren Veröffentlichungen doch ein bisschen vielfältiger sind, als International Soccer halt war. Aber die Erinnerung und die Leidenschaft, was man halt damals damit hatte, das kann auch kein neues 3D-Lizenzspieler Bayern München Penalty Kick 2013 einfangen. Also das ist so, wie es ist. Aber ich glaube, das Schöne halt an den Sachen ist immer noch, also man kann verstehen, wie sie gemacht sind. Man sieht bei jedem Pixel, wo er herkommt sozusagen. Ja, du vielleicht. Ja, nein. Also jetzt so prinzipiell. Also, man hat jetzt nicht das Gefühl, das kann man nun gar nicht oder so. Also das gemalt. Also heute bei 3D-Grafik, du brauchst halt einen Stab von Leuten, die Motion Capturing machen, Modelle bauen, Texturen malen, was weiß ich was. Also eben die Tatsache, dass hier ein Programmierer so ein Ding, teilweise auch die Grafik selber gemalt hat und so, das ist halt das Schöne. Und dass man sich da auch immer noch heute reindenken kann und gucken. Also ich kann mir sowas angucken, ich kann verstehen, wie es geht. Ich habe so eine grobe Idee, wie der Programmablauf da ist, was da gemacht wird und so weiter. Und das gefällt mir schon noch an den Sachen dann. Auch wenn sie spielerisch manchmal eben nicht so tief jetzt sind wie... Ja, und es zeigt sich ja auch, dass es auch angenehm ist für die Spieler, der Einstieg in so ein Ding. Also in Angry Birds beweist es ja, dass nicht alle Bock haben, halt wirklich hyperkomplexe Aufbaustrategie oder Ego-Shooter mit 38.000 verschiedenen Waffensystemen zu spielen, sondern einfach sowas natürlich auch Kinder, Frauen, Einsteiger anspricht. Mit klarer Grafik, klarer Steuerung. Kinder, Frauen, Einsteiger. In der Reihenfolge? Und Rentner. Rentner. Das sollte man nicht unterschätzen. Also ich glaube, das heutzutage viele Rentner spielen. Das glaube ich auch. Wollen wir zum Abschied noch einmal abfragen. Jeder nennt ein Musikstück auf dem C64, eine Spielemusik, die bei ihm eingebrannt ist. Last Ninja war, glaube ich, sehr stark. Ich glaube, da fallen jedem mehrere ein. Mir fällt nur einer ein. Stones, Manfred? Also ich habe mir damals eigentlich die Melodien der Spiele nicht so gemerkt, weil das Spiel selber war viel wichtiger. Deswegen habe ich auch keine Lieblingsspiele. Du hast auch mehr so die Rollenspielstrategie, so die harten Sachen gespielt, wo Musik überhaupt nicht vorhanden war in der Regel. Das hat man gut gemacht. Gewesen. Wir haben es genauso wie die Musik, ist doch nicht so wichtig. Man braucht Musik. Das Spiel ist im Vordergrund. Der Klassiker war Phil Cook, Pete Cook mit Taus Ceti auf dem Spektrum, wo er dann gesagt hat, das Spiel spielt im Vakuum, da gibt es keinen Sound. Ja, aber bei Paris Media war was Komisches. Sound Advice Steve Turner. Die beiden waren ja getrennt. Bray Brook war der C64-Programmierer, Steve Turner der Spektrum-Programmierer. Ich frage mich, ob das irgendwie ein Joke von denen war, weil bei Paris Media gerade am Anfang kam Sound Advice Steve Turner, wobei der aber wirklich dreistimmigen Sound auf dem Spektrum gemacht hat. Das kann auch ein Wortspiel gewesen sein. Jetzt nicht Sound im Sinne von Sound, sondern Sound in guter Rat, oder? Weil Turner hat ja damals Braybrook überredet, mit Spiel überhaupt anzufangen. Genau.
Und die, ich glaube, die hatten in der Band zusammengespielt bei Die Legende und so. Und war so richtig IT und mit so IBM und Mainframe. Und dann Turner hat dann so angefangen. Und, Mensch, Andrew. Und da wird es dann auch langweilig alleine hier. Und Turner hat die Spektrum-Spiele gemacht. Ja. Und Braybook hat Konvertierung für dann Dragon und dann C64 gemacht. Genau. Also bei mir wäre es Shades von Chris. Das war, fand ich auch, ich habe das Ding echt abgetippt. Das war, ist ja auch als Listing des Monats erschienen in der 64er. Und ich hatte mir damals, wie gesagt, den C64 auch für Musik eigentlich gekauft und besitze heute auch so eine Sitstation von Elektron zu Hause, mit dem du das Zeug irgendwie machst. Was damals, das war für mich echt der erste Hit, den wirklich auch viele kannten und die Melodie fanden alle klasse und es hatte eigentlich so ein echtes Hitpotenzial, nur dass es halt völlig außerhalb der Musikindustrie stattfand. Mhm. Und ich glaube, dass wir sehr stark durch diese Sounds auch sozialisiert worden sind und dass sowas wie die ganze elektronische Musik eigentlich auch nur in dieser Generation überhaupt möglich geworden ist. Weil wir eben durch den C64 und gerade durch diesen SID-Chip auch schon so einen Ticken vorgeprägt worden sind. Ich denke auch, das SID war für mich das wichtigste Element am C64, weil die anderen Sachen... Und der schnelle Prozessor. Das sauschnelle Prozessor und das schnelle Diskettenlaufwerk. Herr Jörg. Ich wollte vorhin Stones sagen, so ein Ultima 5 Stück, aber mit etwas Zeit habe ich mich doch umentschieden und zwar, ich weiß nicht, wie der Komponist hieß oder das Stück, aber die Titelmelodie von Commando, wo man so von unten nach oben ran so, das war so, das war so ein Ohrwurm, den habe ich wochenlang nicht mehr aus dem Hirn bekommen. Das war jetzt auch nochmal eine Endauswahl. Bei mir das erste, das ich beeindruckt habe, war eben Archon. Hat eine sehr schöne Musik, ich weiß nicht, ob es eine intonieren kann. Übrigens auch ein Single-Lang, oder das Stück. Aber wunderschön, genau. Im Jule ist auch ein... So eine von den frühen kann Musik jemand auch sehr hoch rummelt. Ja, diese ja, zufälligerweise. Ja, genau. Ich versuche mal, ob ich hier mit Ton hin. Man darf wirklich nicht vergessen, dass es das gar nicht gab. Also auch in meinen Augen besser wie der Apple II hatten ja den Sound hier. Das war wirklich sowas zu hören von dem Heimcomputer, wie der Boris jetzt hoffentlich starten wird. Ach, und ja, das habe ich ziemlich umgerissen. 64738. Ich habe immer noch ein Faible für diese mittelalterliche Cembalo-Musik der Ultimas. Mhm. Ja. Nicht besonders poppig, aber irgendwie... Aufgehen, aber irgendjemand hat das schon abgebaut. Ja, nein. Ganz schön staubig. Und ich glaube, ein Fetzer war Last Ninja. Last Ninja war gut. Und es war eben kein Hubbard, kein Galway, sondern irgendwie der System... Wie hieß die Firma? System Suite, die Firma, die hatten... Ich glaube, Last Ninja ist ein ganz, ganz... Ein frühes Techno. Manings of Noise, war das nicht? Ich weiß noch, wie ich die erwähnt habe. Das war schon bekannter, aber... Wie ich die in dem Powerplay-Artikel erwähnt habe und das mir rausgekürzt, weil du meintest, wir haben keine Tracker bei uns in der Powerplay. Hast du Manings of Noise? Hast du das in der Artikel noch... Habe ich dir rausgekürzt. Böse Falle. Böse Falle. Archen. Mail Order Monsters war auch noch schön. Thing on a Spring. Wollte ich gerade sagen. Genau, und das wäre nämlich meins gewesen. Oder Thing on a Spring war so, also für mich, ich glaube, es war nicht das allererste Rob Hubbard-Stück, es war eins der ersten. Ja. Aber das erste, was wir, glaube ich, damals gehört hatten. Und Thing on a Spring ist nicht nur auch heute noch ein fantastischer Ohrwurm, es ist einfach catchy. YouTube kurz danach suchen und man hat es schnell wieder gefunden. Und das war halt wirklich so, dass das erste von dieser neuen Generation, ich kann es jetzt auch technisch nicht erklären, aber wo dieser Sound, ihr habt jetzt gehört, sowas wie Archon, was eine gute Melodie ist, aber dieser technische Quanten, wo wirklich die Kanäle und die Engländer haben wahnsinnige Sachen gemacht. Und die drehen ja immer noch auf in England jetzt. Also es ist ja. Finger das Spring und ein anderes, das habe ich damals gar nicht so mitgekriegt, weil das war eine C64-Umsetzung von einem Spektrum-Spiel, wie die grafisch auf dem C64 einfach nicht toll. Ja, stimmt. Ja, Auf Wiedersehen Monty. Auf Wiedersehen und Monty on the Run. Ja, das waren auch noch zwei Hubbards und wirklich ganz vorzüglich. Dumm. Keiner hat's gesehen. Du, was sagt denn da Bill Gates zum? Hier? Keine Ahnung. Die Credits der Großmutter. Warten wir eigentlich mal Kanal. So, jetzt aber. So habt ihr das Bild getestet. Ah, ja. Ja, das kommt jetzt da irgendwie aus dem, da müssen wir die Fernbedienung für dieses Booster finden. Aber das spielen wir dann auch nochmal über Dings ein. Thing on a Spring. Das ist ja auch so, es gibt ja
von vielen alten C64-Spielen, ja, das war so Ende der 80er, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, gab es ja Re-Cracks, so nach dem Motto, die liefen damals gar nicht gescheit, die Raubkopien, da gibt es noch so ein paar Sachen, also hier, also man kann sich das... Re-Cracks. Ja, wo dann einfach tatsächlich Leute nochmal die Originalversion genommen haben und dann nochmal richtig geknackt haben. Dass die Musik drin war. Oder dann noch Funktionen nachgerüstet haben, wie Highscore-Saves auf Diskette, die diese Spiele eigentlich gar nicht hatten und so. Das nachgerüstet haben. Also das war dann schon ganz spannend. Also es gibt dann viele Spiele nochmal in Versionen, die ein bisschen cleaner sind, wenn man da ein bisschen wühlt, anstatt die, die man so noch in der Diskettenbox plötzlich zu Hause rumstehen hat. Ich hatte keine Kopien damals. Ja, das sieht man, Winnie. Das hast du alles damals brav von deinem Taschengeld gekauft. Nee, zwei, drei hatte ich damals, der Rest ist natürlich nachgekauft. Mustafa ist eingeschlafen inzwischen. Ja, Ende. Ja, der sagt was. Langsam. Wie kommst du eigentlich nach Hause dann? Mit dir, Willi, mit dir. Irgendwie müsste doch von wegen nach Hause kommen. Platz auf der Schreibtischkante. Meine Kamera hat schon aufgegeben. Die Gamers-Logo-Kamera. Ja, gut. Da kann natürlich noch einen kleinen Schnitt machen irgendwo, aber... Behalten Sie das in Erinnerung, weil man... wir alle nochmal gemeinsam auf ein Sofa kommen, das wird schwierig. Wir sind nicht alle auf der E3, wir sind nicht alle auf der Gamescom. Wir sind alle schon sehr alt. Sonst, ja. An jedem Moment kann einer explodieren. Genau. Behalten Sie uns also so in Erinnerung, Sie werden uns zumindest in Kürze wieder hören, weil wir uns dann zumindest fernmündlich mit modernen Internetkommunikationsmitteln zusammenrufen werden, um einen neuen Podcast aufzunehmen. Und bis dahin winken wir, glaube ich, nochmal alle in die Kamera oder so. Civilizations Last. Auf Wiedersehen. Tschüss.